Jo! Die ist ja überhaupt nicht OP, die Attacke. Hi und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, wir waren bei der Mutter Hanna stehen geblieben. Die hat uns gesegnet, aber irgendwie haben wir die Quest nicht beendet, ne? Was braucht ihr? Ja, den Segen eigentlich für alle. Wie sicher ist denn die Kirche? Ah, hier. Ich habe für sie getan, was ich konnte. Ich bete jede Nacht für sie und bitte den Erbauer um Vergebung ihrer Sünden, bevor sie den Tod finden. Was Sir Perth sucht, steht zu geben nicht in meiner Macht. Was meint ihr damit? Sir Perth glaubt, ich könnte sie vor diesen Kreaturen beschützen, aber so ein Schild bedarf der Macht des Erbauers. Ich enthalte ihm oder nichts eines Magiers. Könnt ihr ihm nicht einfach sagen, der Erbauer wache über ihn? Moral ist eine mächtige Waffe, wisst ihr? Soll ich sie etwa glauben lassen, der Erbauer würde ihnen im wörtlichen Sinne Schutz gewähren? Zu dieser Lüge bin ich nicht imstande. Aber wenn sie glauben, dass es hilft, ich werde ihnen helfen, weil ich es sage. Und zwar sofort. Ihr habt wohl recht. Dann muss er wohl ohne Zeug kommen, Nöwemann des Esche. Ich kann das nicht. Warum nicht? Ich weiß, ihr eigener Glaube würde sie motivieren. Aber die Männer müssen von allein dorthin kommen. Toll. Ich werde sie nicht belügen. Bitte. Mach doch die Kirche hier auch. Diese armen Menschen kümmern. Ja, komm. Tun wir einfach beide alles, was wir können. Na toll. In der wirklichen Welt können sie doch auch lügen wie noch was. Mensch. Quest aktualisiert, na gut. Wird erledigt. Ja, nee, wird nichts erledigt. Sorry. Wenn wir halt zu dem Typi hingehen und sagen, ja, Dude, er wird nicht. Dann können wir einfach mal hier stehen. Nicht so rumzappeln. Ich will nicht. Sorry. So. Ich vermisse etwas. Ja? Was wisst ihr über diesen Ort? Redcliffe? Darüber weiß ich nur, dass der Aal von Redcliffe dort herrscht. Wow. Redcliffe? Woher wohl der Name stammt? Ist der Lehm hier rot? An manchen Orten auf der Welt ist der Lehm nämlich hellrot und Legenden berichten oft davon, dass die Ursache davon Blut ist. Das Alles Blut klar. Tausender Männer, die in der Schlacht gefallen sind, oder das eines einzigen Unschuldigen, der erschlagen wurde. Es befleckt die Erde, damit das Ereignis nie mehr vergessen wird. Vielleicht ist das bei Redcliffe auch so. Aber sicher bin ich mir nicht. Okay. Also ein einzelner Mann hat so viel Blut wie Tausende. Ja, natürlich. Macht Sinn, auf jeden Fall. So, und dann kann man eine Quest abgeben. Leider nicht wirklich gut erfüllt. Die Ritter von Redcliffe sind bereit für eure Befehle zum Kampf. Ihr sagtet, ihr wollt heiligen Schutz. Ja. Habt ihr mit der verehrten Mutter gesprochen? Hat sie euch etwas gegeben? Ja. Verstehe. Dann müssen wir uns auf unsere eigenen Gebete verlassen. Der Erbauer wird uns nicht helfen. Danke für eure Mühen. Wir werden dennoch weiterkämpfen. Ah ja. Er sagt, wir müssen uns auf unsere eigenen Gebete verlassen und der Erbauer wird uns nicht helfen. Ja, das müssen ja wunderbare Gebete sein. Ihr erwähntet da eine Urne. Nachdem der Aal erkrankt war, hat ihm nichts geholfen und es wurde stetig schlimmer. Schließlich hatte Alessa Isolde einen Plan. Die Urne der heiligen Asche ist ein legendäres Artefakt mit gewaltigen Heilkräften. Sie könnte den Aal retten. Okay. Angeblich haben Andrastes Anhänger ihre Asche aus Tevinter herausgeschmuggelt und in Ferelden versteckt. Seitdem hat man nie mehr von der Urne gehört. Mhm. Wir Ritter haben uns freiwillig für die Suche danach gemeldet. Wenige sind zurückgekehrt. Viele sind noch unterwegs und wissen nicht, was hier vor sich geht. Woran ist der Aal erkrankt? Das war immer unklar. Er war sehr durstig und wurde dann immer schwächer. Wir holten einen Magier, aber das half auch nichts. Die Alessa glaubte, er sei Opfer eines Fluchs, den die Macht von Andraste aufheben könnte. Sonst müsse er sterben. Jemand würde die Urne finden. Ach, nö, komm, weitermachen. Wie ihr wünscht, grauer Wächter.
Ja, der tschüss. Wache. Ich hätte irgendwie keinen Bock, mit denen zu schnappen. Die Ritter von Redcliffe sind bereit für eure Befehle zum Kampf. Habt ihr erwogen das Öl? Davon weiß ich gar nicht. Öl, sagt ihr? Wie viel genau? Genug, um viele Monster zu entzünden. Wenn ihnen das überhaupt Schaden zufügt. Ja, ich verstehe, worauf ihr hinaus wollt. Probieren kann man es doch. Es könnte funktionieren, wenn wir es geschickt einsetzen. Ja, großartige Idee. Ich schicke einige Männer, die das Öl holen. Wir setzen es dann ein, um die Kreaturen langsamer zu machen. Wollt ihr mich zwischenzeitlich noch irgendetwas fragen? Braucht ihr sonst noch was? Nein, aber wenn ihr noch nicht mit Bürgermeister Murdoch gesprochen habt, solltet ihr das tun. Seine Miliz braucht weitaus dringender Hilfe als wir. Okay. Wie ihr wünscht. Sollen wir nochmal zu... Ja, komm, wir gehen einfach nochmal zu ihm hin. Vielleicht hat er noch was für uns. Aber ich glaube eigentlich nicht, oder? Hat er in der letzten Folge schon... Oder in der vorletzten, ich weiß gar nicht mehr. Hat er gesagt, passt alles, passt. Aber, ja, man kennt ja Rollenspiele, da kommt immer was hinzu und dann sieht man was und dann denkt man, ach nö. Oh, der ist schon jetzt ausgerüstet, geil. Die Reparaturen werden erledigt. Ziemlich flott sogar, dafür, dass Owen volltrunken ist. Wir können es schaffen. Ja, ich bin bereit. Wie ist die Moral? Momentan noch gut. Viel besser, als ich erwartet hatte, um ehrlich zu sein. Duin gibt den Männern ein wenig Selbstvertrauen. Okay. Es ist gut, einen Veteran an der Seite zu wissen. Ihr habt Owen zum Arbeiten gebracht und wir sind deshalb brauchbar bewaffnet. Das ist eine große Erleichterung. Die Miliz ist tatsächlich bereit für den Kampf. Gut. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Ist noch irgendwas? Wir fangen jetzt einfach an, oder? Seid ihr sicher? Wenn ihr mit Sir Perth reden oder etwas erledigen müsst, habt ihr noch etwas Zeit? Nö, ich bin bereit. Dann wünsche ich euch viel Glück. Jo, ihr werdet es brauchen. Ja, ihr auch. Was soll denn das heißen? Wir werden Glück brauchen. Wir sind die Masters. So. Wir haben Nacht in Redcliffe. Oh, da geht's ab. Da geht's los. Sie kommen! Oh. So, die Bewaffneten rennen erstmal weg. GG, Alter. GG. So, bin ich mal gespannt. Ja? Fallen anzünden. Verbrennen wir diese unreinen Kreaturen. Oh, lol. Das reicht. Jetzt findest du dein Ende. Gut, aber immerhin brennen sie. Das hat schon mal ein bisschen Schaden gemacht. Ist gut. Hallo, greift ihr vielleicht mal an, oder? Was macht ihr hier? Was haben wir? Oh, ja, Alter. Yo. Yo. Die ist ja überhaupt nicht OP, die Attacke. Ich hoffe, wie lang die geht, Alter. Ich frage mich gerade, ob die Akte. Oh, ich glaube, die macht auch den verbündeten Schaden, ne? Alter, wie lange hebten die? War das jetzt vielleicht draufgeklickt habe, oder? Okay, wir müssen auf jeden Fall mal aufs Leben achten. Ne? Alistair hat auf jeden Fall mal einen Levelaufstieg bekommen. So, du frisch erstmal. So, klatsche hier mal die Rundumschläge rein. Ja, du frisch erstmal so einen Rundumschlag. Hat er jetzt einen genommen oder nicht? Nee, doch hat er. Okay, gut. Siegel der Lähmung. Wo klatschen wir es hin? Hier auf dich. Tschüss! Oh, ist Twin tot? Ritter? Oh, ich glaube, Twin ist tot. Ups. Ah, ne, da ist er. Ich dachte schon, er wäre tot, aber... Er hat es überlebt, scheinbar. So, heilen. So, ich will jetzt nicht nochmal diese Attacke einsetzen. Yo! Ich glaube, ich mache damit auch verbündeten Schaden. Geil. Also, nicht geil, aber... Das ist total behindert, ist das.
Odwin lebt auch noch. Oh, Stan ist tot. Shit. Shit, 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 shit. Wow. Ja, geht die einfach mal daneben. Okay. Sorry, du Model. So, alles da. Danke. Zack. Ja. Ja, es macht auch verbündeten Schaden. Okay. Okay. Die Attacke vorher war zwar übel OP, aber die hat auch übel viele Leben gekostet. Oh nein, Dwin. Dwin ist tot. Oh Gott, wir haben ihn in den Tod geschickt. Aber vielleicht kriegen wir jetzt unser Geld wieder. Das wäre natürlich richtig nice. Vom See aus die Barrikaden an! Okay. Wir brauchen Hilfe! Okay, wir kommen. Los, wir müssen uns beeilen! Okay, aber erstmal drücken wir Pause. Machen F5. So, wir heilen ihn. Wir heilen uns auch so. Oh mein Gott, haben wir viele verloren. Dwin, okay, er wird auf jeden Fall hervorgehoben. Wir reden mal kurz davor mit ihm. Vorsicht! Sicher noch mehr. Okay, dann halt nicht. So, jetzt können wir nochmal speichern, wenn alle volles Leben haben. Da, 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 da. Okay. Also, man merke, die OP-Sachen jetzt nicht einsetzen. Oder zumindest stehen OP. Das ist doch voll scheiße, Alter. Weil ich damit auch andere treffen kann, also die, die verbündet sind. So. Diesmal ein bisschen besser aufs Leben achten, Totra. Ansonsten geht er wieder nach hinten los, ne? Aber ich erinnere mich dran, dass es letztes Mal, also als ich es so privat gespielt hatte damals, dass es irgendwie schwerer war. Aber... So, wo ist Alistair? Hier. Okay, das reicht nicht mehr. Hallo, oder? Nein. Die laufen natürlich beide raus. Geil. GG. So, hier drauf. Es wird keine Gnade geben. Na, 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 na. Verschwinde! Sei verdammt! Okay. Betrachtet es als erlebt. Jetzt haben wir wieder einen Verbündeten getroffen. Oh Gott. Oh Gott, Liliana. Schnell wechseln. Zack. Nein, du sollst wechseln. Warum hat die kein Schwert? Wie viel hat der? Kurzbogen der dunklen Brut. Langbogen raus. So, ich brauche ein Schwert. Kann die das anziehen? Ja, kann sie. So, dann Langbogen. Dankeschön. So. Lied des Heldenmuts. Okay. Was kann die eigentlich? Okay, eigentlich ist es voll dumm, die mit einem Schwert kämpfen zu lassen. Okay. Okay, warte, muss ich mal umdrehen. Und ich will einen Jugendtrunk trinken, danke. Und ich schieb das hier auf Liliana. Okay, Liliana kann wieder wechseln. Okay, es ist echt voll dumm, die eigentlich mit einem Schwert trinken zu lassen. Das hat eigentlich gar keinen Sinn. So, wie sieht's bei den anderen aus? Die haben noch gut Leben, okay. So, 7 Belohnung. Putz. Okay, da rennt alles da hinterher, da müssen wir auf jeden Fall beschützen. Oh. Okay, Liliana hat wieder Schwert gezogen. Du läufst schon mal bitte hier hin und wechselst die Waffe, danke. So. Alter, da kommen immer mehr Leute. Da, da, Liliana heilen. Betrachtet es als erledigt. So, Nummer
Eis hier. Danke. Und diesen. Rennt die jetzt schon wieder mit dem Schwert rein? Ja, sie rennt tatsächlich mit dem Schwert rein. Ich kann mir auch denken, warum. Wahrscheinlich, weil das einfach mehr Schaden macht. So, heilen. Legendrank, danke. So, wieder Lena. Wie immun. Was? Ich muss darauf achten müssen, ob es auch direkten Verbündeten Schaden macht. Habe ich jetzt aber gar nicht. Okay. Das kommt wieder weg. Danke. Dann bitte nach da hinten laufen. Danke. Die sind gegen meine einfachen Angriffe immun. Sehr schön. Fuck! So, Siegel des Schutzes. Diesmal trifft es wenigstens. Gut. Wie kommen da noch? Alter! Ah, das wird scheiße knapp. Ich sehe es jetzt schon kommen. Die sind fucking immun, Alter. Okay, wir müssen. Stab des Akolyten. Also, wir haben keine andere Wahl. Los, beenden wir es! Gegen das andere sind sie. Weil die ja auch irgendwie eine Art dunkle Brut sind. Oh Gott, oh Gott, Stan. Bitte überlebt. Oh. Dass die nicht einfach mal selber irgendwie so Ding hier, Rundumschläge und sowas fressen können. Nein, dann muss alle die Tobra steuern, alle Mutter der Tobra steuern. Ja, ja, so, zack. Okay, es reicht. Es tut mir leid. Ich muss es einsetzen, Freunde. Ich habe keine andere Wahl. Ich bin nämlich gleich im Arsch. Ja, und ihr seht. Ah, der Alistair flüchtet schon. Und es fügt sogar uns Schaden hinzu. Alter! Wie behindert ist das denn? Dein Schnauze! Oh Gott, Stan! Nein, Liliana ist tot! Scheiße, Alter! Alter, wir haben auch kaum noch Lyrium-Tränke. Fuck! Irgendeinen muss es treffen, danke. Ach du Scheiße. Trink, trink, trink. Oh. Leute, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe, eindeutig. Oh, Alistair. Helft mir. Helft mir. Okay. Ein Lyrium-Trank. Shit. Shit, 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 shit. Und ich bin auch gleich am Arsch. Stan, trink. Alter. Ja, seht ihr, wie's. Alter, das ist doch übel behindert. Der kriegt jetzt mal einen starken. Okay, tot. Ja, wir haben fast das halbe Dorf verloren. Ah, hier haben wir das ganze Dorf verloren, merke ich gerade, ne? Nice. Schade, dass der Perf nicht kommt. Aber gut, der muss halt da oben die Stellung halten. Wäre das jetzt eigentlich so schlimm gewesen, ne? Wenn der mit hier runter wäre. Weil die Gegner hätten uns ja eh gesucht, also von daher. Ach, geil. Wir haben weder. Oh, können wir irgendwas brauen? Wir haben keine Fläschchen. Nice, Mubari-Keks bringen uns auch nichts. Okay, ich kann die auch nicht mehr wirklich heilen. Oh Gott, Stan, bitte überlebst. Alter, ist das knapp.
Okay, er muss doch noch einen wissen. Nein, er ist tot. Ich werde es tun, wenn ihr es nicht halten könnt. Hat es noch jemals euch gehört? Was für ein Zufall! Okay, jetzt kriegen wir auf jeden Fall übel. Hallo? Ich wollte noch einsammeln. Der Morgen dämmert und wir haben die Nacht überlebt. Der Sieg ist unser! Ja, die ganze Miliz ist weg, aber okay. Und obgleich der Sieg viel gekostet hat, müssen wir bedenken, dass wir alle nicht hier stünden, ohne den Heldenmut der guten Leute neben mir. Danke, guter Herr. Der Erbauer hat auf uns herabgelächelt, als er euch in unserer dunkelsten Stunde zu uns geschickt hat. Es gibt noch viel zu tun. Aber trotzdem verdienen diese Menschen doch eine kleine Feier. Noch ist Zeit dafür. Beugen wir das Haupt und ehren wir all jene, die ihr Leben bei der Verteidigung von Radcliffe lassen müssen. Okay, reicht. Murdoch von Radcliffe, Bürgermeister und geliebter Vater, wir ehren euch. Ihr und so viele, die hier ihr Leben lassen mussten, geht mit ihm, eurem Erbauer. Möge der Frieden seiner Liebe euch lange begleiten. So sei es. Wenn der Erbauer es zulässt, erlaubt unser heutiger Sieg, dass ich ins Schloss vordringe und unseren Aal suche. Seid wachsam und achtet auf Zeichen neuer Angriffe. Wir kommen so bald wie möglich mit Neuigkeiten zurück. Nun, einfach nur noch Frauen keine hier Zeit sind. Mehr. Trefft mich bei der Mühle. Dort können wir weiterreden. Okay. Jo. Dörfler, alte Frau, Kind, alt. Jo, und die sollen jetzt aufpassen, oder was? Hallo, ich will... Hey. Wo sind die ganzen Leichen? Ich wollte noch looten, Alter. Und Scheiß. Hat der überlebt? Ich hoffe's. Ja, hat er. Okay, wir gehen wieder raus. Gut. So, Leute. Ich würde aber sagen, das war's dann auch für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Jo, wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin. Macht's gut, Leute.